So, hallo und herzlich willkommen, Freunde der Nacht, zu einem neuen Stream mit den Schlachtenwütern. Und ich hatte ja angekündigt, dass ich mal ein paar Abende Pause machen möchte. Und dann hatte sich ja letzte Mal der Lukas angeboten und hatte uns ein schönes Cthulhu-Abenteuer geleitet. Und eine Geschichte, die wir auch, oder die ich auch immer auf dem Schirm hatte, die ich mal gerne spielen wollte, ist Private Eye. Ein Detektivspiel im viktorianischen London und so, wie es scheint, auch sehr nah an den Cthulhu-Regeln dran. Und von daher haben wir uns mal alle schöne Ermittler gemacht und die Michaela hat sich bereit erklärt, uns ein nettes Abenteuer zu leiten. Und dann würde ich sagen, laber ich gar nicht mehr lange rum. Ihr lasst ein Abo und ein Like auf jeden Fall da und schreibt uns nachher, wie euch die Runde gefallen hat. Und ich übergebe an die Michaela. Danke schon mal, Michaela, für die Runde heute. Ja, danke fürs Anmoderieren, Micha. So, wir haben heute fünf neue Charaktere, passend fürs viktorianische London. Wir befinden uns im Jahr 1845. Es ist Mai, es wird schon langsam warm. Es ist immer noch mitten in der Saison, das heißt, es gibt noch Abendveranstaltungen, Bälle und die Society trifft sich. Und so trifft es zu, dass ihr alle eine Einladung gekriegt habt. Ja, hätte ich das gewusst, da hätte ich doch hier ein Fenster gemacht und das gezeigt. Nee, wir brauchen doch das schöne Bild. Alles gut. Okay. Eins der wenigen Handouts. Ah, okay. Micha, du hast uns wen mitgebracht heute? Ich bin Mrs. Rutherford, Martha Rutherford. Ich gehe nun so langsam auf meinen 85. Geburtstag hinaus und die Leute sagen immer, ich wäre einigermaßen neugierig, aber diese Gabe, nenne ich es immer, hat mich schon so mir einiges Gutes gebracht. Ich habe ich einige Fälle mit der Londoner Polizei zusammengearbeitet und die gelöst. Nun, der Constable ist aber auch nicht der hellste, aber das ist eine andere Sache. Nun, aber ich glaube, es hat geklingelt. Ich gehe mal zur Tür und wir hören mal, was die anderen so zu sagen haben. Ja, und wenn du die Tür öffnest, steht der Postbote vor dir und überreicht dir einen Brief. Oh, junger Mann. Was ist das denn? Sie sehen aber gut aus Sie, heute. Ein Brief für Sie, ein Brief für Sie. Zeigen Sie mal. Und dann gibt dir das Kuvert und du erkennst darauf die Siegel der Universität. Der Westminster University. Also ich würde die halt öffnen und mal rausholen. Ja, dann hast du diese Einladung in der Hand. Was ist das denn, eine Einladung? 24. Mai 1845, welcher ist heute? Heute ist der 23. Das ist ja schon morgen. Londoner Sans-Parade Theater. Jeremiah Dawes und Professor John Smith. Stand über die nicht etwas in der Zeitung? Geht er da noch? Dann würde ich noch ein bisschen Smalltalk mit dem machen. Er steht noch da. Habe ich nicht irgendetwas? Ich glaube schon. Ist dieser Mr. Dallas nicht irgendein Erfinder, Miss Rutherford? Ach, und ja, Professor Smith? Ich glaube, er ist an der Universität, Professor. Schauen Sie mal, geben sich die Ehre, Ihre neueste Erfindung zu präsentieren. Die Herren freuen sich über Ihre erhabene Anwesenheit. Ich wusste gar nicht, dass mein Ruf mir so weit vorauseilt. Aber dann komme ich endlich mal wieder raus. Das tut mir ganz gut, mit Sicherheit. Etwas Gesellschaft von den gestandenen Herren. Nun, junger Mann, hier haben Sie etwas Kleingeld. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Tag. Genießen Sie das schöne Londoner Wetter. Ja, heute ausnahmsweise einmal kein Regen, wie es scheint. Guten Tag, Ma'am. Er zieht den Hut und würde dann von dannen Guten gehen. Guten Tag. Das ist ja eine Sache. Ich eingeladen ins Parade Theater. Hätte ich das gewusst, dass mir sowas nochmal auf meine alten Tage passiert. Und dann würde ich mir einen Tee aufsetzen.
Und die gleiche Einladung flattert auch bei dem guten Judge Norris ins Haus. Ebenfalls per Bote, oder? Per Bote, ja. Oh, Lillian? Lillian? Ja, Onkel? Kannst du bitte an die Tür gehen? Ja, natürlich, Onkel. Einen Moment, bitte. Danke. Lillian Norris geht an die Tür und öffnet. Guten Tag, Ma'am. Ein Brief für Sie, beziehungsweise für Ihren Onkel. Ja, vielen Dank. Hier. Gerne. Ihr Trinkgeld. Schönen, danke. Schönen Tag noch. Wiedersehen. Wiedersehen. Onkel, hier, ein Bote hat einen Brief für dich gebracht. Er sieht wichtig aus. Dann wollen wir mal sehen. Gib mal her. Jawohl, Onkel. Judge Norris sitzt an seinem Schreibtisch. Der ist so Mitte 50. Der ist auch nicht aufgestanden, weil er zu faul gewesen wäre. Nicht aufgestanden, weil er zu faul wäre, sondern der ist kriegsversehrt. Der hat in Waterloo gekämpft und hat dort eine Beinverletzung erlitten und ist deswegen nicht mehr so ganz gut beieinander. Ist eigentlich immer nur mit Stock unterwegs und ja, meistens hat er eine etwas grimmige Miene und man sagt ihm auch nachher, er würde sehr harte Urteile fällen. Und das ist ein Brieföffner, öffnet das Ganze und liest die Einladung. Nimmt ein Monokel, guckt nochmal. Lillian, sieht so aus, als wenn wir morgen eine Einladung hätten. Ja. Schau einmal hier. Oh. Ins Theater und ich darf dich begleiten? Na, selbstverständlich. Alleine gehst du dort nicht hin. Nein, sicherlich nicht. Nun, ich kenne die Herren, glaube ich, nur aus der Presse, aber... Oh, da kommt mir der Name, hatte ich den schon einmal bei Gericht. Terris. Soll ich in deinen Akten nachsehen? Nein. Das, ich denke, das ist, spielt mir die Erinnerung einen Streich. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass ich von einem ehemaligen Sträfling eingeladen werde. Steht da ja auch, dass sie Erfinder sind, offensichtlich. Nun, du solltest auf jeden Fall Mrs. Harris sagen, dass sie dir die dein Kleid aufbügelt und auch meine Hemden stärkt, bitte. Ja, natürlich. So, nun lass mich noch etwas allein. Ich muss noch ein paar Fälle durchlesen. Jawohl. Ich werde den Brief zu Ende schreiben für dich. Und so geht Lillian wieder ins Vorzimmer. Das ist der Platz, den sie in der Richterkanzlei von Judge Norris bekleidet. Sie ist dort Sekretärin und als seine Nichte seit 2 Jahren bei ihm nach dem Tod ihrer Eltern angestellt und unterstützt ihn, wo sie nur kann. Ja, und so bereitet ihr beide euch vor für das morgige Abendprogramm. Und währenddessen sitzt an seinem Schreibtisch in der Londoner Zeitung der Lucas. Beziehungsweise nicht der Lucas, sondern... Neville Thornton. Hallo. Ja, eine neue Geschichte ist wohl reingekommen. Ja, du hast diese Einladung von deinem Chef gekriegt. Du mögest da bitte hingehen und einen Artikel schreiben. Die beiden Herren sind natürlich. Dir natürlich geläufig. Ja, Jeremiah Dell ist ein Erfinder, ein Berühmter. Er hat schon einige neue Sachen herausgefunden. Aber ob das wieder was Gutes sein wird, naja, wer weiß das schon. Ja, in der heutigen Zeit kann man sich überhaupt nicht mehr sicher sein, was alles noch als Erfindung verkauft wird und als Innovation gilt. Finden Sie raus, was er vorhat. Die Gerichteküche Londons brodelt ohnehin. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen tiefer graben, nicht wahr? Ja, nachher werden wir noch fliegen. Tja, wer weiß. Schreiben Sie drüber, wir müssen die Ersten sein, Thornton. Aber sicher doch. Gut, und so vergeht der 23. Mai. Ihr bereitet euch alle vor auf die Abendveranstaltung des 24. Und schließlich macht ihr euch alle auf den Weg
zum Saint-Paré Theater in London. Und dort am Eingang stehen einige Polizisten, kontrollieren scheinbar die Teilnehmer dieser Veranstaltung, versuchen das Ganze geordnet ablaufen zu lassen. Und einer davon ist unter anderem James Sullivan. James Sullivan. Du wurdest angehalten, die Augen offen zu halten. Ob irgendjemand versucht, sich hier an den Börsen der wohlhabenden Gesellschaft Londons zu vergreifen oder andere Schandtaten zu verübeln. Immerhin soll es ja auch schon zu Diebstahl von Erfindungen gekommen sein. Und etwas, das so groß angekündigt wurde, nun, es ist nicht verkehrt, ein Auge darauf zu haben. Ja, James ist ein relativ junger Polizist, trägt anthrazitfarbene Melone und einen braunen Anzug, Krawatte natürlich, und probiert möglichst unauffällig die Augen und Ohren überall zu haben, um halt alles Schlechte von den Besuchern und natürlich auch von den Erfindern abzuhalten. Und achtet auch auf seine Mitkollegen, dass sie nicht vernachlässigt arbeiten, sondern immer hellwach sind und möglichst aufmerksam die Augen und Ohren überall haben, wie sich das gehört. Ja. Das Londoner Saint-Paré Theater liegt im Herzen der Stadt. Von außen erheben sich hohe Säulen aus grauem Stein, an denen man sowohl die Jahre, den Ruß und den Regen sehen kann. Sie haben deutliche Spuren hinterlassen. Ein dicker Nebel zieht durch die abendliche Stadt und die Fassade wirkt schon beinahe etwas gespenstisch, ob der Zeit, wie wenn sie hier beinahe stillstehen würde. Wenn ihr ins Innere kommt, eröffnet sich euch ein Anblick voller Pracht und trotzdem geheimnisvoll. Die Eingangshalle mit poliertem Marmor, im flackernden Licht der Gaslampen, dunkelgrüne Samtvorhänge schmücken die Wände, die von Schmieren mäßig Leisten eingefasst sind. Goldene Verzierungen ranken sich entlang der Decke über kunstvoll bemalte Fresken, die mythologische Szenen nachspielen. Ein schwacher Geruch von Wachs, Öl und altem Holz liegt in der Luft. Der Hauptsaal des Theaters ist ein klassischer Prunkbau. Hufeisenförmig erstreckt er sich in mehreren Rängen übereinander, die von kunstvoll geschnitzten Balustraden begrenzt werden. Die Sitzreihen mit weichem rotem Samt bezogen und der Holzboden knarrt unter den Schritten der Zuschauer. Von der hohen Decke hängt ein majestätischer Kristallleuchter, dessen Flammenlicht das ganze Theater in ein warmes, goldenes Schimmern taucht. Von hinter der Bühne, verhangen von einem schweren, purpurnen Vorhang, erklingt ein leichtes Summen, Surren. Aber so gering, dass man es kaum merkt, schwebt es im Raum. Und so trefft ihr alle im Theater ein. Ja, Basil Thornton würde natürlich erstmal rumgucken nach bekannten Persönlichkeiten, die er mit anschreiben kann. Vielleicht um Kontakte zu knüpfen für spätere Storys oder vielleicht um rauszufinden, wer denn da überhaupt alles da ist. Ja, dir würde natürlich Judge Norris ins Auge fallen, ebenso wie Miss Rutherford. Beide natürlich auch schon in der Presse erwähnt. Ebenso würde dir Commissioner Hamish Gray ins Auge fallen, der wohl eine persönliche Einladung erhalten hat und im Vergleich zu unserem guten Sullivan nur halbberuflich hier ist, vermutlich. Unter den Teilnehmern würdest du auch Lord Percival Ashcroft sehen, einen hochgewachsenen Mann in seinen besten Jahren. Perfekt sitzender Anzug, das Haar bereits leicht ergrauend und
Lady Helen Mortimer, eine einflussreiche Witwe eines Industriellen, die sich gerne in Theatern aufhält und als ein bisschen kaltschnäuzig gilt. Neben verschiedensten Professoren und anderen Wissenschaftlern sind auch viele Personen anwesend, die jetzt weniger aussagekräftige Gesichter haben, bekannte Gesichter haben. Ja. Ja. Ich würde halt mal erstmal so ein bisschen was rumgucken und würde dann vielleicht mal dann auf die gute Miss Rutherford drauf zugehen. Guten Tag, Miss Rutherford. Mein Name ist Basil Thornton, Journalist der New York Times. Ich habe von Ihrem letzten Fall gehört. Eine sehr interessante Geschichte. Was bringt Sie denn da hier? Oh, ich habe diese Einladung bekommen, mein Herr. Wie war Ihr Name? Basil Thornton. Basil Thornton. Sie sind von der Zeitung? Natürlich, von der New York Times. Nun ja, dann von der New York Times hier in London? Ja. Ich wusste gar nicht, dass wir so interessant für die... The Daily Telegraph. Den Londoner Telegraph, meinen Sie wohl? Ja, Daily Telegraph. Ja. Ja, das kann jedem passieren. Aber Sie sind ja auch nicht mehr der Jüngste, nicht wahr? Natürlich nicht. Einer so guten Detektiven fällt sowas natürlich direkt auf. Nun, mein junger Mann, Sie sind doch mit Sicherheit gut informiert. Ich habe so ein schlechtes Namensgedächtnis. Können Sie mir noch mal erklären, wer die ganzen Leute hier sind? Frage geht aber, eher aber an die SL. Doch. Oder hast du das gemerkt? Professor John Smith, Commissioner Gray, Lord Percival Estor, Lady Helen Mortimer. Nicht so schnell, wie hast du dir das denn gemerkt? Oder hast du aufgeschrieben alles dabei? Natürlich, ich habe hier meine Notizblock da natürlich. Also, dann schießen Sie noch mal ganz langsam los, mein lieber John Smith. Genau, Professor John Smith. Natürlich einer derjenigen, der hier das veranstaltet. Das wäre ja auch komisch, wenn der nicht da wäre heute. So ist es. Natürlich dann auch der Jeremiah Dallas. Den Professor auch. Smith siehst du nicht, nur um es zu erwähnen. Den Professor Smith siehst du nicht. Aber andere Professoren, du gehst davon aus. Ich wollte nur sagen, den hast du jetzt nicht gesehen. Ja, okay. Natürlich, da vorne sehen Sie den Commissioner Gray. Und dort sehen Sie mit dem großen Hut Lord Percival Estor. Ashcroft. Mit großem Hut. Großer Hut. Ja? Und dort vorne sehen Sie Lady Helen Mortimer. Lady Helen Mortimer. Sie soll ein bisschen kaltschnäuzig sein. Und was macht sie hier? Ist sie irgendwie, wurde sie in den Adel geboren oder was? Was treibt sie hier? Sie ist mittlerweile Witwe und hat wohl einiges von ihrem Mann noch über an Geld. Und ist ein dauerhafter Gast hier in diesem Theater. Wie alt ist die Gute denn? Lady Mortimer ist eher so um die 60 herum. Diese jungen Dinger. Sie muss sich halt noch austoben. Und ist da noch jemand? War da noch jemand oder war es das? Natürlich. Dort drüben. Sehen Sie den guten Mann dort? Willoughby. Wie wird da ausgeschrieben? Willoughby Norris. Ein Judge. Ein Richter. Ach, da bist du. Okay. Den kenne ich doch. Mr. Norris. Hallo, Mr. Norris. Lillian, hast du es gesehen? Die Alte ist wieder da. Wahrscheinlich ihr einen guten Abend wünschen. Ja, während mürrisch Judge Norris mit seiner Cousine Lillian in Richtung Nichte? Der guten Miss Rutherford... Ah ja, Nichte, Entschuldigung. Das ist ein Altersunterschied durchaus. Ja, durchaus. Ja. Mit seiner Nichte Lillian zu dem guten Thornton und Miss Rutherford hinübergeht, begrüßen wir mir kurz unsere Raiders. Willkommen, wir spielen hier eine Runde Private Eye.
Ja, und während ihr so steht, merkt ihr, dass ein Tumult bei der Tür entsteht. Scheinbar kommt da eine sehr bekannte Persönlichkeit an. Ach, ich hätte mich so auf ein Gespräch mit Mr. Norris gefreut, aber irgendwas passiert doch da hinten. Mr., wie war Ihr Name noch? Basil. Thornton, Mr. Thornton. Können Sie mich mal auf die Schulter nehmen? Ich sehe so schlecht. Das ist wohl nicht der richtige Zeitpunkt für solche Späße. Aber stellen Sie sich nicht so an, und ich schlag ihm so mit meinem Gehstock ans Bein. Da vorne ist die Treppe. Wollen Sie sich vielleicht auf die Treppe stellen? Das ist auch eine gute Idee. Ja, das werde ich tun. Ja, und wenn ihr euch so ein bisschen reckt und in Richtung Eingang schaut, seht ihr dort die junge Miss Ivy Sloan bei der Tür reinkommen. Ihres Zeichens extravagante Schauspielerin und aufsteigendes Sternchen von London. Wunderschöne Frau. Wen? Ich verpasse immer die Namen. Ach, guck mal, die schiebt sich von alleine. Okay. Und begleitet wird sie von unserem guten James, der ein bisschen versucht, die Menge von ihr fernzuhalten, sodass sie im Saal Platz nehmen kann. Macht Platz, ein bisschen Platz. Haltet Abstand. Und gucke halt, dass ich so ein bisschen die Leute so möglichst höflich zur Seite dränge, dass sie ja anständig durch die Reihen schreiten kann. Schau dir das an. Das hätte es vor allem 15 Jahren nicht gegeben, dass man einem leichten Muse wie dieser Frau hier noch von der Polizei den Weg säumt. Unglaublich. Aber immerhin sind wir von Mrs. Rutherford weg. Ja, das, aber hast du den Reporter gesehen? Er hat ihr noch nicht mal den Arm gereicht. Der armen alten Dame. Ja. Sie ist sehr renitent. Sie kann auf sich selbst aufpassen. Glaube mir, ich habe sie schon oft genug im Gerichtssaal erlebt. Springt mittendrin auf aus dem Publikum und meint, sie müsste sich irgendwie einmischen. Unglaublich. Aber weißt du noch, sie hat uns bald zum Apfelkuchen eingeladen. Sie war sehr nett. Ah, da ich erinnere mich, da hatte ich Magendrücken und konnte nicht mitkommen, ja. Ich erinnere mich. Sie ist sehr umgänglich, ja. Sollen wir auch hineingehen, Onkel? Ja, ich wollte dich eigentlich noch dem Lord vorstellen, aber jetzt durch diesen Tumult ist das, glaube ich, obsolet. Oh, ich weiß nicht. Vielleicht, ich möchte auch Lady Helen nicht unbedingt begegnen. Dieser Dame müssen wir auch nicht begegnen unbedingt. Das sollten wir vermeiden. Aber der Lord wäre doch schon eine Aufwartung zu machen, wäre doch schon obligat bei dem Ganzen. Vielleicht gleich, wenn wir die Plätze einnehmen. Wir wissen ja noch nicht mal, wo wir sitzen werden. Oder steht auf der Einladung irgendeine Nummer? Nein, es stehen keine Plätze. Es ist normalerweise so, dass entweder in den Theatern reservierte Plätze für euch vorhanden sind, wenn ihr dort öfter seid. Und ansonsten ist es so, dass natürlich die vorderen Ränge beziehungsweise auch dann wie heißt das jetzt denn? Oben? Logen. Ränge. Oh, erster Rang, zweiter Rang, dritter Rang, Loge. Ja, aber auf den Rängen, da gibt es doch immer diese einzelnen kleinen Kabinchen. Ja, die ersten Logen. Ja, genau. Dass dann Logen auf eure Namen zum Teil auch reserviert sind. Gehen wir in unsere Loge, wenn wir eine haben. Darf ich mal auf Glück würfeln, ob ich bei Wilbury Norris in der gleichen Loge bin? Du kannst gerne auf Glück würfeln, ja. Das finde ich aber gut. Gott sei Dank. Schade. Also für Miss Rutherford ist leider keine Loge reserviert. Miss Rutherford darf sich unten im Plenum im Saal einen Platz suchen. Natürlich in den vordersten Reihen. Ist für den Daily Telegraph eine Loge hinterlegt? Nein, auch nicht. Auch nicht. Und für die Polizei natürlich auch. Wir können uns jetzt gemeinsam setzen, mein junger Mann. Aber sicher doch. Brauchen Sie einen Arm? Gerne. Schade auch. Ach, wenn ich noch mal 30 Jahre jünger wäre.
So ein bisschen was abschwimmen, gucken hoch, runter. Naja, vielleicht noch 20 mehr so leise vor sich her, Moral. Ja. Und während ihr auf dem Weg zu euren Plätzen seid, hört ihr auch schon das Klingeln, das auffordert, Platz zu nehmen im Theater. Und es geht ein Raunen durch die Menge, bis sich alle gesetzt haben. Es vergeht einige Zeit und schließlich sitzt das Publikum gespannt in seinen Sitzen. Erwartungsvolles Flüstern schwebt durch den Raum wie das leise Rascheln von so Seidenpapier. Die Vorhänge auf der Bühne sind zugezogen und hinter ihnen lauert das Versprechen von etwas Großem, etwas Revolutionärem. Ihr seid ja immerhin für die Enthüllung einer neuen Erfindung hier, von der niemand genau weiß, was sie ist, was sie sein soll. Die Gerüchteküche Londons brodelt seit Wochen. Im gedämpften Licht des Theaters funkeln die Augen der Anwesenden, während leises Murmeln über das Ungesehene und noch Unsichtbare durch die Reihen huscht. Lord Ashcroft wirft einen prüfenden Blick auf die Bühne, richtet nochmal sein Monokel. Lady Mortimer sitzt komplett reglos in ihrer Loge, wie ein Raubtier mit seinen kühlen Augen fixiert sie den Vorhang. Nehme mal ein Opernglas und schaue da auch drauf auf den Vorhang. Sehe ich da irgendwas? Nee, scheint sich nicht zu bewegen. Dann gucke ich mir die Gesellschaft an mit dem Opernglas. Ja, das siehst du dann unten im Saal, relativ weit vorne in der Mitte, die Miss Sloan gelangweilt mit einem Seidenfächer wedeln. Gelegentlich wirft sie anderen Zuschauern kokette Blicke zu. Habe ich gleich einen Abscheu gegen. Guck ich nochmal, die anderen beiden hat es ja beschrieben. Gucke ich nochmal, sehe ich dann noch wen außer Rutherford und Begleitung? Du siehst Professor Thistlewood. Er ist Professor an der Universität, allerdings nicht für Naturwissenschaften, sondern eigentlich für Sprachen. Und Commissioner Gray, was macht der? Den kenne ich ja wahrscheinlich recht gut. Commissioner Gray kennst du tatsächlich gut. Er hat sich einen Platz in den vorderen Reihen, aber am Rand gesucht, sodass er auch noch alles schön im Blick hat. Vor allem die also, vordere Society der, und die Bühne. Der macht auch so einen halbgeschäftlichen Eindruck. Also guckt sich auch um, ob irgendwas nicht in Ordnung ist, oder? Ist er auch nur ja, wegen... Ja, ja, okay. Ja, also er hat alles im Blick. Er hat auch einen Gehstock dabei. Allerdings weißt du aus Erfahrung, dass er den eigentlich nicht braucht, sondern eher für seinen dramatischen Auftritt verwendet. Und ja. Ich wünschte, bei mir wäre es anders, aber es ist halt so. Lilienkind, hast du etwas Lakritze mit? Aber natürlich, hier, Onkel. Soll ich deinen Mantel noch an die Seite legen, damit du besser sitzen kannst? Ach, das wäre zu freundlich. Aber natürlich. Auf Dauer wird es hier im Theater immer so warm. Sie steht auf und hängt ihn hinten in der Loge an. Rückt nochmal alles zurecht. Das würde ich nur ohne dich machen, Liebes. Aber natürlich gerne, Onkel. Und sie versucht, den Blick von Lady Helen in der Loge gegenüber auszuweichen, die immer wieder mal auch auf sie rüberguckt. Ja, sie guckt immer wieder rüber natürlich, beäugt dich und deinen Onkel. Wenn ich das mitkriege, würde ich immer einmal, also man guckt ja sich gegenseitig alle mal wahrscheinlich an. Wenn man das mitkriegt, dann verbeuge ich mich natürlich so kurz. Ja, sie würde dann auch nicken und würde dann wieder ihr Opernglas nehmen und in Richtung Bühne blicken. Und so verstreichen die Minuten und nichts passiert. Sieht man denn noch was von der Security, die mit zum Beispiel mit Ivy Sloan reingekommen ist? Mr. Sullivan kann mir gerne mal einen Wurf auf verborgenes Erkennen machen. Eieiei. Einen normalen Wurf, ja? Einen regulären? Ja. Hm.
Ich Ja, glaube. dein Blick schweift immer wieder rüber zu der hübschen Ivy, die kokett mit ihrem Fächer Verdammt. immer wieder fächelt. Und so nimmst du eher am Rand, an der Wand Platz, nicht direkt in der Mitte, so dass du gut den ganzen Saal im Blick hast. Aber auch dir fällt auf, die Glocke hätte ein zweites Mal geläutet und nichts passiert. Neben der Bühne ist da so ein Nebeneingang oder so für Bühnenarbeiter oder so, um halt Dann wäre gegebenenfalls. außenrum. Dann müsstest du den Saal verlassen. Dann schaue ich mal nach dem Rechten und würde mal nach hinten gehen, weil irgendwas sagt mir oder mein Bauch sagt, na, irgendwas passt nicht. Und du machst dich auf den Weg hinaus aus dem großen Saal. Du merkst hinter dir das Raunen durch die Menge geht. Die Leute werden unruhig. Es ist so, wie du sagst, irgendwas scheint nicht zu stimmen und das fällt mit der Zeit auch den Besuchern auf. Und als du zur Tür hinausgehen willst, ohne Vorwarnung, plötzlich ertönt ein dumpfer, schrecklicher Knall. Das ist der Wie Zeit. ein Hammerschlag gegen eine eiserne Tür. Ich glaube, ich werde mal schneller. Also verlass möglichst gemäßigten Schrittes den Saal und dann darf da sicherlich gelaufen werden. Ja, und du verlässt den Saal, hörst hinter dir noch, wie das Echo von diesem Schlag verhallt, wie wenn es in einer endlosen Schlucht sich so ausbreiten würde, dieser Schall. Und im gleichen Moment beginnen im gesamten Theater die Lichter zu flackern. Die Gaslampen, die das Theater in warmen Schein erleuchtet haben, flackern hektisch, als würde ein unsichtbarer Sturm durch den Raum gehen. Ein Zittern geht durch den Kronleuchter und bringt ihn zum Klirren. Und dann völlige Dunkelheit. Ein Aufschrei in der Menge, fast ein Keuchen geht durch das Publikum. Gebannt und wie gelähmt hält das Publikum den Atem an. Und im nächsten Moment flackern die Lichter wieder auf. Fällt mir irgendwelche Veränderungen auf? Ich bin ja die ganze Zeit da rumgucken. Also Auf der Leute Bühne weg liegt. oder sowas oder irgendwas auf der Bühne oder. Euer Blick fällt auf die Bühne und auf der Bühne liegt eine Gestalt. Kann man mit dem Opernglas erkennen, wer es ist? Es ist Jeremiah Dallas. Das sehen wir auch alle tatsächlich aus unserer Perspektive. Ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn ich unten sitze und jemand liegt auf der Wenn du Bühne, unten dass ich. sitzt, siehst du jetzt nur eine Person. Du siehst jetzt quasi nur die Naja. Schuhe und Füße, die dich ansehen. Aber ich sehe, dass Pudge da jemand Norris liegt. von oben hat einen besseren Blick. Unser guter James hat eigentlich keinen Blick, weil der ist jetzt draußen. Lillian. Er steht vor der Tür. Das soll nicht so sein, oder? Dort liegt der Erfinder. Mr. Dells. Ich kenne sein Foto aus der Zeitung. Wir müssen runter, schnell. Ja, Onkel. Und Mr. Norris, du kannst mal einen Wurf auf verborgenes Erkennen machen. Du hast ja durch das Opernglas geguckt. ist schwierig. Also du bist dir sicher, er ist tot. Lilian, wir müssen dem Commissioner Bescheid geben. Der ist tot. Wer ist tot? Mr. Dells. Oh nein. Schnell, runter. Also werde ich Ja. aber dann auch da mal langsam aufstehen, mal Bemühe mich so gucken. schnell wie möglich nach unten zu kommen. Ja. Das dauert aber bei mir etwas länger. Genau. Ich würde aber auch zum Commissioner gehen, wenn ich sehe, dass da jemand liegt und dem halt auch ein bisschen Feuer unterm Hintern machen. Der Commissioner ist bereits aufgestanden, bevor du ihn erreichen kannst, Miss Rutherford, Dann und gehe ist ich bereits auf dem Weg natürlich zur Bühne. mit zur Bühne Ja, und gucke Essen mir würde das gehen. Ganze aus der zweiten Reihe an. Würde alles aufschreiben, was dann da. Wenn ich allerdings sehe, dass uns andere Leute folgen und da auch auf die Bühne wollen, dann würde ich die tatsächlich verjagen.
Nun bleiben Sie mal alle hier sitzen. Das ist die Aufgabe der Polizei. Und ich würde ihm dann folgen. Ja, und es würde ein Raunen, ein fast schon Panik durch die Menge gehen. Es würde einige Damen geben, die aufgrund des Anblickes dieser Person, wenn sie jetzt aufstehen und da vorne die Leiche sehen, einen Zusammenbruch erleiden. Und es würde dann tatsächlich ein Teil der Menge versuchen, das Theater zu verlassen. Man weiß nicht, was ihm passiert ist. Es ist jetzt kein Blut zu sehen, aber da vorne liegt jemand, der nicht liegen soll. Und ja, die große Menge des Theaters versucht, nach draußen zu drängen. Komme ich, bevor die Gänge verstopft sind, zum Bühnenseiteneingang? Nachdem du dich entgegen der Menge bewegst, wird sich das vermutlich ausgehen, ja? Ja, dann weiter im Laufschritt zum Bühneneingang, in der Hoffnung, dass ich da noch was ausrichten kann oder irgendjemanden finde. Weil ich weiß ja noch nicht, was passiert ist, aber ich wollte ja nachsehen, was hinter der Bühne los ist. Und da, wo ich dann laufen konnte... Du hörst quasi nur, dass Personen versuchen, aus dem Theater zu laufen, dass plötzlich eine große Menge in Bewegung geraten ist. Also irgendwas muss passiert sein, das ist dir klar. Mhm. Du stürmst von hinten auf die Bühne und kommst hinter dem Vorhang an einer verdeckten großen Apparatur vorbei. Also du nimmst einmal an, dass es das ist, was die Herren präsentieren wollten. Würfel mal Verborgenes erkennen. Eieiei. Kann ja nur besser werden. Ja. Du siehst, dass unter dieser Abdeckung von diesem Gerät leicht Rauch aufsteigt und es riecht etwas süßlich, etwas verbrannt. Aber ansonsten siehst du dort niemanden und nichts. Kann ich das einordnen, diesen Duft? Ist schwer einzuordnen, vielleicht ein bisschen ölig, also 1845 kennt man jetzt den Geruch von Plastik noch nicht, aber so in die Richtung würdest du das einordnen. Okay. So wie warme Elektronik und so, aber 1845 kann man mit dem Geruch halt jetzt ein bisschen schwer was anfangen. Ich probiere mir das aber trotzdem einfach mal zu merken, wie das riecht. Und probiere das dann später mal in Worte zu fassen, in meinem Notizbuch, wenn ich dafür Zeit habe. Wenn man dann jetzt auf die Bühne kommt, wer lag da jetzt nochmal genau? Der Professor John Smith oder der Dallas? Jeremiah Dallas, der Erfinder. Okay, weil ich hatte irgendwie verstanden, Professor und dann Smith. Ja, Jeremiah Dallas. Okay. Wer ist der Erste mit auf der Bühne? Ist das der Commissioner oder? Der Commissioner würde einer der Ersten sein, ja. Und vermutlich gefolgt dann von dir und Miss Rutherford, weil bis das Judge Norris von den Rängen herunten ist, würde er wahrscheinlich gefolgt von Lillian als einer der Letzten eintreffen. Es ist die Frage, was der gute James macht. Er steht jetzt hinter dem Vorhang an der Maschine. Ja, ich gucke halt, ob ich noch irgendjemanden finde, der hier ja zugegen ist oder sich versteckt hat oder irgendwo. Den einzigen, den du findest, der da hinten, der jetzt auch dann durch den Vorhang nach vorne tritt, ist ein junger Mann, der, wie du weißt, Assistent von dem Jeremiah Dallas ist. Habe ich den Namen auch? Er nennt sich immer nur Samuel Fletcher. Okay. Herr Fletcher, bitte stehen bleiben. Mr. Sullivan, was ist passiert? Ich war gerade dabei, alles für die Präsentation vorzubereiten. Haben Sie Mr. Dallas gesehen? Was ist passiert? Ich habe nur den Knall gehört und dann rauchte es hier und es roch komisch. Und ansonsten probiere ich mir gerade einen Überblick zu verschaffen. Ja, ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich warte auf Mr. Dallas. Ohne ihn können wir mit der Präsentation nicht anfangen. Und Mr. Smith ist Professor Smith. Er ist auch nicht hier. Er sollte aber hier sein. Ja, natürlich. Wenn beide Herren ihre
neueste Errungenschaft präsentieren wollen, sollten sie natürlich auch beide anwesend sein, aber im Moment ist irgendwie keiner von den beiden Herren hier. Hören wir das, wenn die dahinter sprechen, hinter dem Vorhang? Wenn ja, würde ich da mal gucken Gedämpft, gehen. ja. Dann würde ich auch da mal gucken gehen, wer denn da hinter dem Vorhang ist. Und ich würde mir die Leiche angucken, wenn ich darf. Ja. Und beim bloßen Anblick der Leiche darfst du mir gerne mal auf Stabilität würfeln. Wenn wir es schon so schön mit im Cthulhu aufgelegt haben. Mädchen, wenn Sie wüssten, was ich schon alles erlebt habe. Ich habe extra Stabilität nicht geskillt, weil ich dachte, wir brauchen das nicht. Ja, ist egal. Wie denn auf Stabilität? Stabilität drücken. Kann ich nicht. Achso, warte mal. So. Guck mal, 30 von 35. Hervorragend, die Omi. Ja. Ist der aber dir ist klar, so wie der aussieht, der muss schon Wochen tot sein. Oh, sehe ich den, also was mich eigentlich eher interessiert, ist die, also ist natürlich eine sehr wichtige Information, aber ich hatte mir eher gedacht, ich wollte wissen, woran der Gute verstorben ist. Wurde der ertränkt, wurde der erschossen, wurde der erschlagen oder woran ist er gestorben? Man sieht nichts. Gar nichts. Nein, gar nichts. Dann würde ich die Hände mal untersuchen, die mal drehen. Ich würde mir die Fingernägel angucken, ob da irgendwas drunter ist. Irgendwelche Hautreste, Lederreste, Faden, irgendwelche Abdrücke auf den Fingern. Tinte oder irgendwas. Also ich will, ne, so richtig Sherlock Holmes mäßig will ich das jetzt untersuchen auf die kleinsten Dinger. Ja, ich guck mir alles an. Ich guck mir auch den Mund an, ob der irgendwie eine farbige Zunge hat, die Zähne, ob da irgendwelche Ablagerungen drauf sind. Wahrscheinlich ja, wie der Polizist die gute ältere Dame gucken. Miss Rutherford quasi niederkniet und die mehrere Wochen alte, halb verweste Leiche versucht zu drehen und das alles anzuschauen. Ich glaube, die gute Lillian darf als nächstes bei diesem Anblick einen Stabilitätswurf machen. Und das Einzige, was du findest, ist ein kleines Loch wie eine Einstichstelle am Hinterkopf, also am Nackenansatz. Was heißt denn ein kleines Loch wie von einer Nadel oder? Ja, wie ein Stecknadelkopf. Okay, also könnte ihm Gift injiziert worden sein mit einer Spritze. Zum Beispiel. Commissioner Gray, lassen wir jetzt die Zivilisten hier ermitteln? Oh, Mr. Norris, es freut mich, Sie zu sehen. Ich hatte Sie gerade schon im Foyer gesehen, aber Sie mich anscheinend nicht. Doch, ich wollte gerade zu Ihnen durchdringen, aber dann klingelte es und es war ein Aufruf und diese leichte Muse kam und brachte alles durcheinander. Judge Norris, Commissioner Gray, vielleicht kommen Sie mal her. Sehen Sie mal, dieser Mann ist schon seit längerer Zeit tot. Aber ja, der ist jetzt nicht irgendwie, ich meine, ertrunken oder sowas, würde man ja wahrscheinlich sehen, dass der aufgebläht ist oder so. Ne? Also ja, der liegt jetzt einfach tot. Nee. Sehen Sie mal hier am Hinterkopf, und ich würde die Haare so wegstreichen, sehen Sie diese Einstichstelle? Aber das haben Sie mit Sicherheit gerade schon gesehen, das erzähle ich Ihnen ja nichts Miss Rutherford, ich bitte Sie, die Leiche jetzt nicht mehr zu berühren. Wir haben einen Gerichtsmediziner, der das für uns erledigt. Damen wie Sie sollten sich nicht mit dieser Leittätigkeit belasten. Sehen Sie, das ist doch das, was ich auch immer sage, Miss Rutherford. Sie sollten sich auf ihr alten Teil zurückziehen, das Leben genießen. Das würde ich ja gerne machen, wenn der Commissioner seine Arbeit gut erledigen würde. Da haben Sie wohl recht. Ich bitte Sie, die Polizei erledigt immer ihre Arbeit. Was denken Sie nur, Miss Rutherford? Nun, gab es denn irgendjemanden, der ein Feind von Mr. Dallas war?
Und wo ist überhaupt dieser Professor John Smith? Diese Frage habe ich mir auch schon gestellt. Ich habe ihn den ganzen Abend noch nicht gesehen. Hat jemand Mr. Smith gesehen? Wo ist er denn? Mr. Fletcher. Kommen Sie, Mr. Fletcher. Ja, bitte, Commissioner. Wie kann ich Ihnen helfen? Nun, Mr. Fletcher, Mr. Dallas ist offensichtlich tot. Wissen Sie, wo wir Professor Smith finden können? Nein, ich habe Mr. Dallas und Professor Smith gestern Abend zuletzt gesehen, bevor sie nach Hause gegangen sind. Wir haben uns über die heutige Präsentation unterhalten und wollten uns heute hier treffen, aber keiner der beiden Herren ist aufgetaucht. Und in diesem Zustand, verzeihen Sie, aber das ist... Dass die Leiche mehrere Tage schon, also dass der Körper mehrere Tage schon nicht mehr lebt, ist wahrscheinlich auch mir aufgefallen. Ja. Sie sagten, Sie hätten ihn gestern noch gesehen? Wir haben gestern Abend hier alles besprochen für die heutige Präsentation und er ging zu seiner Frau nach Hause. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was hier passiert ist. Schauen Sie sich einmal den Körper des Verstorbenen an. Ich will mir den nicht noch einmal ansehen. Was ich sehe, sagt mir, dass er mehr als tot ist. Diese verzerrten jungen Leute heutzutage. Alle nicht beim Militär gewesen. Furchtbar. Ja, du würdest erkennen, dass er einen Anzug trägt, der ihm eigentlich nicht wirklich gut passt. Die Ärmel sind an den Stoßkanten mit Tinte und anderen Kreide und anderen Dingen bekleckst. Also er scheint mehr ein Mann der Tat und der Forschung zu sein, als jetzt jemand, der kämpft und im Krieg war oder was gesehen hat. Also ja, eher das denkende als das handelnde Volk vielleicht. Ich würde erstmal dem Commissioner seine Jacke ausziehen und die über den Toten legen. Geht ja gar nicht. Miss Rutherford, was ist das? Ja, geben Sie mal her. Wir können doch den armen Kerl hier nicht so liegen lassen. Nun ziehen Sie sich nicht so. Ziehen Sie das mal aus. Sagen Sie, wer sind Sie eigentlich, junger Mann? Da guckt Basil an. Basil Thornton, vom Daily Telegraph. Oh, ein Journalist. Natürlich. Ich denke, dann sollten Sie die Bühne hier einmal verlassen. Das ist Polizeiarbeit. Sie sind doch auch ein Jurist und könnten Sie dann den Fall nehmen, wenn der ich sehe hier keinen anderen Juristen. Sehen Sie einen anderen Juristen, junger Mann? Sehen Sie einen anderen Juristen hier? Natürlich nicht, aber wie gesagt, sollten Sie nicht auch von dem Tatort weggehen, damit Sie den Fall nehmen können? Sie sind natürlich einer der Besten unserer Richter. Nun, ich stehe der Polizei keineswegs im Wege, aber Sie scheinen ja hier irgendwelche... Zeigen Sie mal her, was haben Sie da eigentlich aufgeschrieben? Was ist das? Das geht Sie erstens nicht an. Und dann verlassen Sie jetzt die Bühne, ansonsten sehen wir uns vor Gericht. Und das wollen Sie auch noch machen. Nur, Mr. Norris, ich würde Sie ungern in Ihrer aufbrausenden Art... Miss Rutherford. Ja, aber dieser Mann, der ist mein Assistent. Er ist recht neu in der Stadt und ich übe ihn noch an. Und er hat mir schon so einiges Gutes hier getan. Und von daher lassen Sie den Jungen mal ruhig seine Arbeit machen. Das wird er schon tun. Schließlich hat die Londoner Bevölkerung natürlich auch ein Recht darauf zu erfahren, was hier vor sich gegangen ist. Ich würde mich dann so ein bisschen was stolz so hinter ihr aufbauen und so sagen, ja, kümmere du dich dann lieber mit ihr als mit mir. Sie wissen aber, Mr. Rutherford, dass das die Bevölkerung erst einmal nichts anzugehen hat, wie die Polizei ermittelt. Das würde zu viel dem Täter in die Hand finden. Da haben Sie natürlich recht, aber bis der junge Mann seinen Bericht geschrieben hat und das alles gesetzt wurde und dann gedruckt wurde, das dauert doch ewig lange. Also dass machen Sie jetzt hier mal. Sind, ist schon eine Ausnahme, aber ich muss insistieren. Ihr Mann von der Journal hier muss den Tatort verlassen. Ich würde einmal auf einschüchtern würfeln, gerne. Ja. Gegen wen? Gegen mich? Allgemein, ich möchte gegen die beiden. Akzeptieren. Kann ich dann den Commissioner überreden, dass der
Richter Konflikt schafft, dass er hier ist, dass er auch weg muss. Arm gegen den Commissioner. Ach, Scheiße! Ah, der ist so was jünger. War ich zu frech mit der Jacke gerade? Der Commissioner würde nur immer wieder so den Mantel hochheben und die Leiche begutachten, würde das nur so aus dem Hinterhalt hören. Was würdest du zu ihm sagen, Mr. Thornton? Mr. Commissioner, Mr. Gray, ist es nicht falsch, dass ein Richter, der Beste von unserer Stadt, sich hier gerade den Konflikt macht? Er kann den Fall doch nachher nicht mehr nehmen. Er sollte doch sicher jetzt auch langsam die Bühne verlassen. Und die Polizei muss ja auch arbeiten. Dem Judge Norris muss natürlich auch unparteiisch bleiben. Lillian würde den Onkel so leicht an der Schulter berühren, damit er ihr ein Ohr schenkt und ihm so leise zureden. Onkel, wäre es nicht besser, Miss Rutherford im Auge zu behalten? Wenn du sie von der Bühne schickst, dann hast du keinen Einfluss mehr darauf. Vielleicht wäre es besser, sie und den Journalisten dabei zu haben, um zu sehen, was sie machen. Das stimmt wohl, wir sind wie so zwei kleine Kinder. Liebes, ich denke, du solltest mir da vertrauen. Wir sollten gleich vielleicht einmal selbst schauen, wo der Professor verblieben ist. Natürlich, Onkel. Ich würde auch mal, während die sich da noch so ein bisschen was dann reden, würde ich vielleicht auch mal versuchen, nochmal hinter die Bühne zu gucken und nochmal. Genau, ist auch genau mein Ding. Ich würde mir auch mal hinter die Bühne gehen und gucken, was da denn für eine Maschine steht. Ich habe hab eine Einschüchternprobe mit 13 gelungen. Ist Sullivan. Da noch irgendwie was? Kommt da noch was? Ja. Sullivan? Ja, Sir. Nun, ich denke, Sie haben einen neuen Fall. Und so wie es aussieht, darf ich Sie wohl auch mit der Aufsicht dieser Zivilisten betrauen, bevor mir die vier hier noch den Tatort verunreinigen, Informationen nach außen tragen. Wenn etwas dergleichen passiert, sind Sie mir verantwortlich. Haben Sie ein Auge auf die vier und lösen Sie mir diesen Fall. Jawohl, kommen wir schon. Bevor noch andere in seinem Zustand unsere Stadt verunreinigen. Und er würde sich aufrichten, mit seinem Gehstock fest aufklopfen und würde dann in Richtung Ausgang gehen. Würde nur ein paar anderen Polizisten bedeuten, sie mögen den Saal von außen bewachen, damit Mr. Sullivan da jetzt arbeiten kann. Mr. Fletcher? Das war doch Ihr Name. Das Hemd. Der Assistent? Ja. Sagen Sie, woran hat denn Ihr Herrenmeister gearbeitet? Was ist das für eine Maschine? Es sollte ein großer Durchbruch sein. Mr. Dallas und Mr. Smith haben an einer Zeitmaschine gearbeitet. Eine Zeitmaschine? Ja, eine Zeitmaschine. Ich habe nur... Ja. Ich weiß nicht, ob ich sie Ihnen zeigen kann. Sie steht da hinten. Bitte sagen Sie sie uns. Lillian, ich glaube, das erklärt auch, warum es schon so aussieht, als wenn er seit Wochen tot wäre. Meinst du wirklich, sie funktioniert? Wahrscheinlich nicht fehlerfrei, wenn ich mir den armen Burschen so anschaue. Trotzdem wäre es... Überleg dir nur, was alles möglich wäre. Ja, und ihr geht hinter die Bühne und Mr. Fletcher schlägt ein großes Tuch zurück und da steht... Dieses Geräusch, ich würde ihn währenddessen nochmal fragen, wenn wir da quasi drumherum stehen, während er das macht, war dieses Geräusch ursächlich von diesem Gerät, dieser Gong? Dieser Knall, ne? Nein, ich habe... Keine Ahnung, sehen Sie, und er schlägt das Tuch zurück. Dieses leichte Surren, das Sie hier hören, das ist von der Maschine. Aber ich habe keine Ahnung, wie man sie bedient. Ich bin nur zuständig, Rechnungen auszuführen und Materialien zu beschaffen. Ich bin, ja,
Ein Assistent, ein Laufbursche. Ich habe nicht die Ahnung, wie dieses Gerät funktioniert. Miss Rutherford? Darf ich Mr. mal Norris? unter vier Ohren sprechen? Ja, natürlich, gern. Und ich gehe nochmal zu Lillian hin und sage, plaudere nicht zu viel mit dem Journalisten. Ja. Sagen Sie, Miss Rutherford, Sie haben doch sicherlich auch bemerkt, dass der Leichnam nicht in dem Zustand ist, in dem er wäre, wenn er frisch gestern oder heute ums Leben gekommen wäre. Ja, natürlich, Mr. Norris. Er sah Und aus, als wäre er schon zu lange in der Kühlkammer gehangen. das im Zusammenhang mit der Erfindung einer Zeitmaschine scheint doch eine Koinzidenz zu haben. Ist es vielleicht so, dass es auch das Verschwinden des Professors begründen könnte, dass er noch in irgendeiner Zeit steckt? Mit Sicherheit, Mr. Norris, und vermutlich wurde er von einem Poltergeist entführt, der um sein Bett getanzt ist mit rasselnden Ketten. Nun, werden Sie nicht albern. Seit wann sind Sie denn so naiv, Judge Norris? Ich Nun, hatte immer ich. mehr von Ihnen gehalten. Nicht viel, aber etwas mehr dann doch schon, mein Liebster. Eine Danke. Zeitmaschine. Also, Nun, das das sagte glauben Sie der doch wirklich Assistent, nicht. der weiß doch, wovon er spricht. Nur der Assistent. Also, man sollte schon bei den Fakten bleiben. Ja, aber Ich ach, lesen Sie denke. denn nicht die Reader's Digest? Da steht doch jedes Mal drin, was es schon für Ansätze gibt in dieser Forschung. Und die Wehren, können Sie mich da mal aufklären? Dass Zeit durchaus wandelbar ist und dass man sie vielleicht in die eine oder andere Richtung bereisen kann. Nun, das glaube ich nicht. Also, wenn alle anderen Dinge Das haben ausgeschlossen vor werden 100 können. Jahren noch andere gesagt, die mit dem Schießpulver keine Erfahrung hatten. Mr. Norris, die Chinesen hatten schon sehr frühe Erfahrungen mit den Ach, Sie mit Schießpulver Ihren Chinesen, und. hören Sie doch mit diesem billigen Humbug auf. Weiß doch jeder, dass Alfred Nobel die Schießpulver erfunden hat. Ein Nun, Europäer selbstverständlich. ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll, Mr. Norris. Das Also, ist solange selten. es noch andere Möglichkeiten gibt, die wir nicht ausschließen können, bin ich eher dazu veranlagt, diese anderen Möglichkeiten für mich in Betracht zu ziehen als eine Zeitreise. Wenn wir gar keinen weiteren Ausweg mehr haben, dann können wir das gerne mal in Angriff nehmen. Aber ich würde sagen, als allererstes sollten wir mal die Frau von diesem armen Teufel besuchen, um zu schauen, was sie uns zu erzählen hat. Und dann sollten wir die Augen aufhalten nach Mr. Smith. Vielleicht kriegen wir bei der Frau auch schon irgendetwas darüber raus. Welche Farbe hatte der Rauch? Er war so weiß-grau. Ich würde vielleicht auch den Fletcher sowieso mal fragen. Der hat ja eben erzählt, dass er zu, dass er, dass der Herr Jeremiah Dallas zu seiner Frau gegangen ist am Abend, wo man sie denn auffinden könnte. Die Familie Dallas hat ein Haus. Es ist in Chelsea. Aber war sie denn nicht hier, wenn ihr Mann eine solche Entdeckung preisgibt? Nein. Ehrlich gesagt, habe ich vor ein paar Tagen gehört, wie sich die beiden gestritten haben. Es ging dabei um seine Arbeit, um seine Forschung. Ich weiß, dass ich so etwas nicht gehört, aber es war tatsächlich einfach nicht zu überhören. Ja, was haben Sie denn so erzählt? Also das ist ja. Hat sie ihren Mann etwa nicht unterstützt, wie es sich gehört? Sie hat wohl nicht sehr viel von seinen Forschungen gehalten und hätte sich wohl lieber einen besseren Beruf für ihn gewünscht. Aber mehr kann ich und will ich dazu nicht sagen. Sie wissen schon, über. Es will mir gar nicht über die Lippen. Über Tote soll man bekanntlich nichts Ja, Schlechtes das ist erzählen, ja nicht sowas wahr? von wichtig. Da haben Sie natürlich recht. Mr. Ähm, Fletcher. sie, sie, sie wohnen Elm Park Gardens in Chelsea. Es muss Sie sicherlich jemand informieren. Es wird ein Schock für Sie sein. Ja. Machen Sie das, Mr. Sullivan? Ich werde mich dieser Aufgabe selbstverständlich stellen. Vielen Dank. Mr. Fletcher, Ich hätte soll nicht den sich Nerv vielleicht etwas dazu. zurückziehen? Vielleicht ist das Büro ja einer der Professoren für Sie am besten.
und wird versuchen, den mit dem zusammen halt irgendwie so ein Professorenbüro aufzumachen, mich da mal umgucken können. Also ihr seid jetzt im Theater, das sind jetzt Ach keine so, Büros, stimmt, ne? ja. Ja. Nee, dann ist... Mr. Fletcher, ich habe da noch zwei Fragen. Zum einen, dieser weiß-graue Rauch, woher stammt der? Der entsteht, wenn die Maschine in Betrieb ist, denke ich. Denken Sie oder wissen Sie? Ich bin mit der Apparatur und den Abläufen nicht vertraut. Ich denke es. Aber darf ich noch mal fragen, wissen Sie denn, ob die Maschine wirklich funktioniert? Also haben der Professor und Dienstherr es geschafft, in die Vergangenheit oder sogar in die Zukunft zu reisen? Haben Sie Beweise gesehen? Ich habe keine Beweise gesehen, aber Sie haben immer aufrichtige Forschung betrieben und ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie etwas präsentieren würden, von dem Sie nicht selbst zu 100% überzeugt wären. Mr. Dallas und Professor Smith sind sehr ehrenwerte Männer. Mr. Fletcher, wissen Sie denn, wie lang oder gab es eine Begrenzung, wie weit man in die Vergangenheit reisen konnte oder konnte man auch in die Zukunft reisen oder konnte man nur 5 Minuten oder war das egal oder nur Zukunft, nur Vergangenheit? Haben Sie darüber Informationen? Leider überhaupt keine Ahnung darüber. Nun, aber wenn ich mal logisch vorgehe, muss man ja angeblich in die Zukunft reisen können, denn ansonsten hätte man das schlecht darstellen können auf der Bühne. Denn nur wenn Sie sagen, okay, wir gehen jetzt rein, wir reisen in die Zukunft, dann wären Sie mit Ihrer Maschine verschwunden und nach 5 Minuten wieder aufgetaucht. Sehe ich das richtig oder habe ich da einen Denkfehler? Würde ich mich an meine Kameraden da wenden. Und vielleicht war das geplant. Hast du einen eigenen Tod geplant? Nein, das sicherlich nicht. Und halten Sie bitte Ihren Mund, Sie forderte Journalie. Schreiberling. Furchtbar. Ach. Vielleicht war es geplant, eine Vorführung dessen zu machen und Sie wollten mit irgendetwas wieder auf der Bühne erscheinen, was wir vielleicht nicht kennen oder nur allzu gut kennen aus der Vergangenheit. Und da ist etwas missglückt. Wir sollten auch noch, die Polizei die Ehefrau informiert hat und sie sehr einfühlsam mit ihnen gesprochen haben, vielleicht auch einmal die Spur nach dem Professor aufnehmen, wo er geblieben ist. Das wäre dann sicherlich am besten an der Universität. Und ich würde mir nochmal die Maschine angucken. Kann man sich da irgendwie reinsetzen und eine Tür zumachen oder stellt man sich da drauf oder wie funktioniert das Ganze? Bitte? Also die Zeitmaschine schaut ein bisschen aus wie ein opulenter Schlitten. Also ähnlich wie in dem Film Die Zeitmaschine. Mhm. Zu meiner Schande, ich kenne ihn nicht. Ja. Aber es ist wie der Schlitten vom Weihnachtsmann, so ein Ding, wo du drinnen sitzen kannst, wo du Maschine hast. Ja, das ist ja wahrscheinlich, ja. Wo du vorne ein Steuerpult hast mit allen möglichen Knöpfen und Hebeln, also funkelnd aus Kupfer und Messing. Ja, das Messing wird genau die sein. Kabel hängen da aber nicht irgendwo rum, oder? Na, siehst du jetzt nicht, dass da irgendwelche Kabel rumhängen oder so. Hat sich doch Lennart und Dings haben sich die doch gegönnt und sich in eine Bude gestellt. Der Roman dauert allerdings noch ein knappes Jahrhundert. Ja. Ja, wer weiß, von was sich die inspirieren haben lassen, oder? Natürlich. Onkel, wenn es dich für dich in Ordnung ist, Mr. Sullivan, darf ich Sie vielleicht zur Witwe begleiten? Ich meine, sie braucht vielleicht eine Frau in ihrer Nähe, wenn sie ihr die Nachricht vom Tod ihres Mannes beibringen. Du hast so ein gutes Herz, mein Kind. Wenn der ehrenwerte Judge Norris zustimmt, würde ich selbstverständlich... Nun, wo in wessen Hand, außer in der englischen Polizei, kann sie sicherer sein, meine liebe Lillian? Mach das nur. Danke. Dann sollten wir uns auch auf den Weg machen. Und wir schauen einmal nach dem Professor, Mrs. Rutherford. Gerne, mein lieber Judge, gerne. Darf ich Ihnen anbieten, mich in meiner Kutsche zu begleiten?
Nachdem sie mir ihren Arm angeboten haben, zum Stützen gerne. Mhm, selbstverständlich. Und dann? Wollte mal aufschreiben, so. Aha, Exekutive und Judikative sind also in einem Bett zusammen. Scheint mir ein Sozialist zu sein, ja, Assistent. Ja, dann gehen wir doch mal zur Kutsche. Lillian und Mr. Sullivan machen sich auf dem Weg zur Witwe Dallas, die noch nicht weiß, dass sie Witwe ist. Haben wir das jetzt richtig? Richtig. Und Miss Rutherford, Judge Norris und der neue Assistent von Miss Rutherford machen sich in der Kutsche auf den Weg zur Universität. Gruppe getrennt, wunderbar. Als wir uns dann noch so ein bisschen was umgeguckt haben, haben wir noch irgendwelche Notizen gefunden, die für die Präsentation gemacht haben oder sowas? Oder so ein Pult, wo vielleicht so ein paar Schreiben drauf liegen? Nein, im Theater selber ist tatsächlich ansonsten nichts zu finden. Okay. Also das war wirklich nur angemietet für die Präsentation. Man hat das Ding dorthin gekarrt, vermutlich über einen hinteren Bühneneingang oder sowas wie einen Lieferanteneingang, wo man es halt mit einer Kutsche beziehungsweise mit dem Fuhrwerk angeliefert hat und dann da auf die Bühne gekarrt hat. Und? Aber Unterlagen oder sonstiges siehst du gar nichts. Aber dann würden wir noch Anweisungen geben, dass das vielleicht in die Universitätsräume zurückgebracht wird und nicht da für irgendwen zugänglich ist. Also was ich euch jetzt markiert habe, ist an der Themse, ganz nah rechts oben an der Themse, das ist das Theater, wo ihr euch gerade befindet. Ja. Ganz links unten, das ist das Zuhause der Familie Dallas. Und oben bleibt dann quasi die Universität übrig. Das Zuhause von Professor John Smith? Konnten wir das auch noch bei den Plätschern herausfinden? Das wisst ihr nicht. Also das muss man definitiv nicht. Das ist nur, dass in der Universität den Lehrstuhl bekleidet. Okay, also der Fletcher wusste auch nicht, wo der John Smith dann wohnt. Na, er hatte mit ihm persönlich keinen Kontakt und entweder wollen sie in der Universität zum Forschen oder er eben bei Mr. Dallas. Okay. Ja, also bis dass ihr jetzt in das Theater verlasst, ist es eher schon zwischen 10 und 11 Uhr am Abend. Das ist die Frage, ist tatsächlich, ob ihr an der Universität noch jemanden antrefft. Nun, wissen Sie, Mr. Norris, es ist schon spät. Ich glaube, wir werden in der Universität sowieso niemanden mehr antreffen. Außerdem ist es noch Zeit für einen Tee und dann, meine Beine sind auch langsam schwer, die Durchblutung, Sie wissen das ja, Sie sind ja auch schon in diesem gewissen Alter. Vielleicht bringen Sie mich mit Ihrer Kutsche einmal nach Hause und dann können wir uns morgen dieser Aufgabe widmen. Ausgeruht, frisch und mit leckeren Ei und Würstchen im Magen. Das hört sich gut an. Dann machen Vorschlag. Wir das so. Möchten darf Sie ich noch Sie hinbringen? Wo wohnen Sie? Ich sage Ihnen meine Adresse. Wenn wir da sind, würde ich noch sagen, möchten Sie noch auf einen Tee mit hochkommen, Mr. Norris? Ich gucke erstmal ganz bedächtig auf meine Taschenuhr. Weiß ja, dass das bei Lillian noch ein bisschen dauern wird. Ich sage, nun, ein Tee und ein paar Kekse können sicherlich nicht schaden. Und stopfe die wieder so rein. Vielen Dank. Das freut mich, dann kommen Sie doch mit. Herr Basil würde dann als erstes versuchen, rauszuspringen und die Hand zu halten. Oh, Sie haben noch gute Manieren. Man schimpft ja immer auf die Jugend von heute, aber Sie, Mr. Basil, sind wirklich ein sehr hervorkommender Mann. Ich bedanke mich dafür. Danke, danke. Das trifft man selten heutzutage. Alles meiner Mutter zu verdanken. Eine gute Frau, denke ich. Eine gute Frau, mit Sicherheit. Ein Muttersöhnchen, also. Sag ich und gehe an ihm vorbei. Würdest keine Reaktion bekommen. Nicht mal gedient, Alter. Der Stock knallt hart auf den Asphalt. Ach, sind Sie gefallen? Und würde mich noch mal so kurz umdrehen.
Und so tun, als wenn ich ihm helfen würde, aufzustehen. In dem Moment zieht er, wenn er das hört, platzt ihm die Hutschnur. Er zieht seinen Stockdegen raus, hält den Basil an die Kehle und sagt: Freundchen, nehmen Sie zur Kenntnis, dass ich für die Königin und den König, nee, für den König damals, für den König gegen Napoleon gekämpft habe. Sie würden keine 5 Minuten auf dem Schlachtfeld aushalten. Mr. Norris, vergessen Sie nicht Ihre gute Erziehung. Es gibt keinen Grund für solcherlei Aggressionsverhalten. Dafür bekommen Sie gleich einen Keks. Dafür bekommen Sie gleich einen Keks weniger, mein Freund. Das sei Ihnen jetzt schon mal gesagt. Das haben Sie jetzt davon, von Ihrem rüpelhaften Verhalten. Folgen Sie mir. Judge Norris steckt den Degen wieder weg, nimmt den Gehstock und folgt Miss Rutherford ins Wohnzimmer. Und Miss Rutherford, hast du den guten Basil auch eingeladen? Ja, natürlich. Ja. Ja. Und so sitzt die Dame mit 2 Herren beim Tee im Wohnzimmer des Spätnachts, während die gute Lillian mit James Sullivan in einer fast, Droschke auf dem Weg. Wie früher. Ich bin ja eine kleine Passion legen oder Romy spielen, wenn es Ihnen beliebt. Wir können auch eine Runde fechten, wenn es Ihnen beliebt, Mr. Norris. Sie wissen ich glaube, doch, weder dass Sie, ich gucke auf die ich, alte kleine Dame, noch englische dieser Meisterin Jüngling. War. Tatsächlich? Ja, wissen Sie das nicht? Nein, das war mir unbekannt bisher. Und vielleicht bietet sich ja mal die Gelegenheit. Wann immer Sie wollen. Ma'am. Basil ist gerade so schwer am Überlegen. Also soll er noch mal schlagen gehen? Hat es ja in seiner Studiumszeit gemacht. Aber denkt sich dann so, na, vielleicht besser doch nicht. Er möchte den alten Mann doch nicht blamieren. Fechten Sie auch, Mr. Basil? Ach. Na, man kann doch nicht fechten nennen. Wahrscheinlich prügelt er sich nur seinen Kommilitonen. Ist er noch viel zu jung, der Mann, und war nicht beim Militär, hat er mir vorhin gesagt. Waren Sie nicht beim Mr. Militär? Ich weiß gar nicht, was Sie sich da ausdenken. Ah, in welcher Einheit waren Sie denn? Gesprochen. Nein. In welcher Einheit waren Sie denn bitte, junger Mann? 13. Infanterie-Bataillon. Infanterie, ja. Hätte ich mir denken können. Aber Mr. Norris, Sie müssen schon zugestehen, dass man es Ihnen auch nie recht machen kann, oder? Nein, das stimmt nicht. Haben Sie eigentlich, das ist Ihre Nichte, oder? Die bezaubernde junge Lady, mit der Sie heute... Lillian, ja, das ist meine Nichte, ja. Da haben Sie auch selber Kinder, haben Sie nicht, oder? Nein, es war mir nicht vergönnt, die richtige Gattin zu finden. Das ist traurig für Sie, Mr. Norris. Das ist sehr traurig. Ja, und während ihr beim Tee Smalltalk über Familiengeschichte und Kriegsabenteuer führt, sitzt Lillian mit James Sullivan in einer Droschke auf dem Weg nach Chelsea. Wollt ihr beide euch in der Droschke nur unterhalten oder wollt ihr vorspulen? Bis zur Ich denke, dass wir ein wenig Smalltalk betreiben würden. Aber ich denke, dass ich als kleiner Beamter, sag ich mal, mit so hohen Herren nicht so viel zu tun haben werde. Erst einmal. Wer weiß. Lillian, also vorspulen. Lillian wäre sehr, sehr verhalten und würde da sehr sittsam und ruhig sitzen und natürlich jetzt nicht alleine da irgendwie ein Gespräch beginnen. Aber sich ihre Gedanken machen. Ja, so wird es eine relativ ruhige Fahrt, die doch einige Zeit dauert, aus der Stadt raus. Also ihr verlasst jetzt nicht London, aber aus dem Zentrum raus. Mit der Kutsche hat es doch länger gedauert als heutzutage mit einem Auto. Und schließlich kommt ihr zum Haus der Familie Dallas, das in einer eleganten Straße in Chelsea ist, umgeben von weiteren prachtvollen Stadthäusern, die eindeutig den Wohlstand dieser Bewohner
widerspiegeln. Ein perfekt gepflegte helle Steinmauer mit fein gearbeiteten Verzierungen entlang der Fensterrahmen und des Daches. Stolzes vierstöckiges Gebäude mit imposanter Architektur, wie man es kennt von so viktorianischen Bauten. Und der Eingang des Hauses ist von einer breiten Steintreppe eingefasst. Die Stufen aus poliertem Marmor, schmiedeeisernes Geländer flankiert diese Stufen. Die Eingangstüre scheint aus dunklem Mahagoni gefertigt zu sein und glänzt auch in der Dunkelheit zu erkennen. Und im oberen Stockwerk brennt noch etwas Licht, das durch die Fensterscheibe scheint. Ja, dann würde ich schauen, dass ich zuerst aus der Droschke raus bin und dann der werten Lillian Norris beim Aussteigen helfen. Oh, vielen Dank. Sehr nett von Ihnen. Oh. Gern geschehen. So wie der Assistent gesprochen hatte, der Streit zwischen den Eheleuten, wissen Sie noch? Ja. Ich hätte erwartet, dass die Familie doch in, naja, einfacheren Verhältnissen lebt, wenn sie so unzufrieden mit seinem, mit seiner Beruf und seinem Einkommen vielleicht auch war. Vielleicht hatte er Unterstützer, die nicht nur in die Forschung, sondern auch in das Leben des Herrn Professor investiert haben. Wer weiß, dass er sich das alles leisten konnte. Wir sind ja auch noch ganz am Anfang und wissen eigentlich noch gar nichts über ihn. Also, ich zumindest nicht, nach meinen Notizen. Ihre Detektivarbeit muss sehr interessant sein. Ich folge Ihnen. Oh ja, ist sie. Und, ja, geh dann mal langsam zum Haupttor. Also zur Tür, zum Portal. Ja. Also ihr geht durch den Vorgarten. Der ist mit Büschen und Hecken in geometrischen Mustern angelegt. Man sieht jetzt schlecht diese ganzen bunten Blumen, die dort sind, aber so gepflegt wie das ist, würdet ihr davon ausgehen, dass es hier mindestens einen Gärtner gibt. Ihr kommt zur Haustür. Und Mr. Sullivan würde den Türklopfer betätigen. Es dauert eine Weile. Und dann hört ihr, wie die Tür geöffnet wird. Und vor euch steht ersichtlich ein Hausmädchen in der klassischen Tracht mit dem schwarzen Kleid, der weißen Schürze und der üblichen Kopfbedeckung. Guten Abend, Sie wünschen? Mein Name ist Sullivan. Und ich müsste mal die Hausherrin sprechen, auch zu dieser späten Stunde. Es ist sehr wichtig. Und das ist die werte Lillian Norris. Mr. Sullivan, in welche Angelegenheit darf ich Sie melden? Das möchte ich gerne mit der Hausherrin klären. Es ist nichts Schönes. Seien Sie versichert, er ist von der Polizei. Polizei? Oh Gott. Ja, kommen Sie herein. Und sie würde euch in den Salon führen. Mhm. Nehmen Sie Platz. Ich werde Miss Dallas holen gehen. Einen Tee für die Herrschaften? Gerne, es war doch ein wenig kalt heute Nacht. Nur wenn es keine Umstände bereitet. Vielen Dank. Gerne. Und sie würde nach draußen gehen. Und es dauert eine Weile, dann kommt sie zurück mit einem Tablett mit 3 Tassen Tee. Die stellt sie vor euch auf einen kleinen Tisch. Würde dann jedem eine Tasse reichen. Und würde sich dann verabschieden. Die 3. Tasse lässt sie stehen. Und es vergeht eine ganze Weile, ehe eine elegant gekleidete Frau, die absolut tadelloses Erscheinen hat, in einem makellosen Kleid aus feiner Seide bei der Tür hereinkommt. Sie hat ganz helles, glattes Gesicht und so richtig diesen blassen, noblen Teint. Hat dunkelblonde Haare, die eben so kunstvoll hochgesteckt sind. Und mit ihren großen, graublauen Augen
Schaut sie euch kühl an. Guten Abend. Ich würde die Tasse wegstellen, aufstehen. Guten Abend. Madame Dallas, nehme ich an. Mrs. Dallas, ja, korrekt. Entschuldigen Sie. Mrs. Dallas, ich bin von der Londoner Polizei. Mein Name ist James Sullivan. Vielleicht möchten Sie sich auch erst setzen, bevor ich weiterspreche. Ja. Und sie würde dir den Platz anbieten und sich dann selbst hinsetzen? Mhm. Was verschafft mir die Ehre der Polizei zu dieser späten Stunde? Es tut mir leid, aber ich muss davon berichten, dass Ihr Mann leider von uns gegangen ist. Bitte was? Er ist von uns gegangen. Aber das ist völlig unmöglich. Jeremiah ist heute Morgen aus dem Haus gegangen. Er hat heute seine Präsentation. Er sollte eigentlich jetzt jede Zeit zurückkommen. Sie müssen sich irren. Entschuldigen Sie bitte, aber ich kann das leider nur, da nur widersprechen. Wir haben ihn heute leider tot vorgefunden auf der Bühne. Bitte, Mrs. Dallas, beruhigen Sie sich. Soll ich das Mädchen rufen? Und da würde ihr die Teetasse aus der Hand fallen und sie wäre vorerst komplett sprachlos. Ich würde in meiner Tasche kramen und würde so ein Riechsalz hervorholen und würde ihr neuen Tee einschenken und ihr ein bisschen. Mrs. Dallas, kommen Sie zu sich. Ich weiß, das ist ein Schock für Sie. Bitte. Hören Sie Mr. Sullivan zu. Ich würfel doch mal auf Charme. Auf Charme. Schauen. Ja, und du merkst, sie ist völlig weggedriftet. Also diese Nachricht, die hat sie völlig umgehauen. Mr. Sullivan, ich weiß nicht, ob wir von Mrs. Dallas gerade noch Auskünfte erwarten dürfen. Vielleicht mit Ihrer Erlaubnis würde ich tatsächlich das Mädchen rufen bitte lassen. Bitte rufen Sie ruhig das Mädchen. Ja, du siehst an der Wand so eine Glocke. Also so dieses zum Anziehen. Ich würde da dran läuten und schon mal auf die Tür zu gehen, damit das Mädchen nicht direkt ins Zimmer platzt. Und würde dann so leicht hinaustreten. Ist alles in Ordnung? Brauchen Sie etwas? Ihre Herrin fühlt sich nicht wohl und muss gerade eine sehr schlimme persönliche Nachricht überwinden. Haben Sie einen Hausarzt, den Sie konsultieren können, der die Familie begleitet? Ja, natürlich. Was ist denn passiert? Und sie würde... Mrs. Dallas? Ihre Herrschaft wird sicherlich Ihnen Auskünfte geben. Ich glaube, dass es nicht an mir ist, diese Nachrichten weiterzugeben. Doch seien Sie so nett und schicken Sie nach dem Doktor. Ja, natürlich. Und sie würde nach draußen gehen und kurz darauf hörte, wie jemand das Haus verlässt und scheinbar um den Arzt eilt. Miss Dallas? Sie müssen sich irren. Er kann nicht so von mir gehen. Sie müssen sich irren. Nun, ich werde tun, was in meiner Macht steht, um es aufzuklären. Ich hoffe, dass es am Ende nur ein
übler Streich war, aber das, was wir gesehen haben, spricht leider dagegen. Mrs. Dallas, ich möchte Ihnen nichts Falsches sagen und ganz ehrlich zu Ihnen sein. Ich habe den Körper, den Leichnam Ihres Mannes auf der Bühne des Theaters gesehen und ich, in meinem jungen Alter, ich habe noch nicht häufig jemanden Totes gesehen, doch ich bin mir sehr sicher, dass er tot war. Und die Polizei wird sicherlich weitere Nachforschungen machen und auch ein Arzt wird sich ihn ansehen. Das kann nicht sein. Sie haben ihn wirklich heute Morgen noch gesehen? Wir haben heute Morgen gefrühstückt, danach ist er aufgebrochen, um sich mit Professor Smith zu treffen, damit sie nochmal alles durchgehen konnten für die Präsentation heute Abend. Hat die Präsentation denn nicht stattgefunden? Leider nein, es ist davor geschehen. Wo finden wir Professor Smith? Ich denke, er sollte an der Universität zu finden sein. Ich habe leider überhaupt keine Ahnung, wo er wohnt. Er war mit seiner Arbeit verheiratet, würde ich jetzt meinen. Auch Ihr Mann hat sehr viel gearbeitet in letzter Zeit, wenn ich das richtig gehört habe, richtig? Ja, und sie würde sich einen Tee, den du hergerichtet hast, nehmen, würde daran nippen, würde ihn dann so in der Hand halten und immer wieder nippen und ein bisschen ins Leere starren, so wie wenn sie mit den Gedanken irgendwo anders ist. Hatte Ihr Mann irgendwelche Neider? Nicht, dass ich wüsste. Ja, ich habe nicht viel von seinen Forschungen gehalten, aber ich wüsste nicht, wer ihm etwas Böses wollte. Wissen Sie von seiner Erfindung? Haben Sie sie selbst gesehen? Haben Sie sie ausprobiert? Hat sie wirklich funktioniert? Nein, ich habe mich mit seinen Erfindungen und Experimenten nicht beschäftigt. Um ehrlich zu sein, habe ich sie für kostspielige Spielereien gehalten. Er hat... Nun, Sie finden es ohnehin raus. Er hat mein Geld, mein Erbe für seine Experimente verwendet. Und nun lässt er mich auf diesen Problemen auch noch sitzen. Auch noch? Nun, wenn er tot ist, wie kann er mich hier alleine zurücklassen? Nun, ich weiß nicht, ob ich hier Mr. Sullivan vorgreife, doch es sah mir bisher nicht so aus, als habe Ihr Mann den Freitod gewählt und ist freiwillig von Ihnen gegangen. Oder Mr. Sullivan? Das kann ich nur bestätigen. Das empfinde ich genauso. Dann finden Sie heraus, wer das getan hat, auch wenn es an meiner Situation nun wohl nichts ändert. Wir werden uns der Aufgabe annehmen und werden alles Mögliche, Menschmögliche tun, um die Situation aufzuklären. Tun Sie das? Das ist doch schließlich die Aufgabe der Polizei.
Das ist richtig. Hat Ihr Mann häufig hier zu Hause gearbeitet? Ich meine, etwas davon gehört zu haben. Von seinem Assistenten. Er hatte ein Arbeitszimmer. Das ist richtig. Ich glaube, es könnte sein, dass sich das morgen noch mal jemand in Ruhe ansehen will. Aber natürlich, ich habe es im Allgemeinen vermieden, dort einzutreten. Es ist mir nun zu ein großes Durcheinander. Haben die Bediensteten Zugang dazu? Jeremiah hat sein Arbeitszimmer immer abgeschlossen. Wenn Sie also den Schlüssel nicht gefunden haben, werde ich Sie enttäuschen müssen. Dürfen wir überprüfen, ob es noch verschlossen ist? Aber natürlich. Und sie würde läuten und dann würde das junge Dienstmädchen wieder reinkommen. Lucy, würden Sie die Herrschaften zum Arbeitszimmer von Mr. Dallas begleiten? Aber natürlich. Wenn Sie mir folgen wollen. Gehen Sie bitte voran. Und sie führt euch in den zweiten Stock des Hauses. Hier, das ist Mr. Dallas Arbeitszimmer. Dann hole ich aus der Innentasche eine Lupe und gucke mir einfach nur mal den Türschlossbereich und die Klinke genauer an. Ja, das wäre verborgenes Erkennen. Ein normaler Wurf? Ein normaler Wurf, ja. Ist eine gewöhnliche Tür. Scheint nicht, als ob jemand versucht hätte, irgendwie einzubrechen, die Tür aufzubrechen oder sonstiges. Mhm. Und dann, wenn ich das genau angeschaut habe, würde ich gucken, ob sie wirklich zu ist. Du nimmst den Türgriff und drückst ihn nach unten, aber die Tür geht nicht auf. Also gut. Es ist verschlossen. Das ist schon mal gut. Dann mache ich den guten alten Haartrick. Zupf mir ein Haar aus und nehme ein klein bisschen Speichel und pack das Haar dahin, dass ich es mal sehen würde, wenn es aufgemacht wird. Das heißt, dass es dann runterfällt oder so. Machst du das bitte mal vor? Gibt es sowas wie Fingerfertigkeit? Wofür? Für das Haar? Ob das tatsächlich das Haar da sauber genug hält? Platzieren. Oh, ich glaube, das mit Geschicklichkeit. Das Geschicklichkeit einfach nehmen. Ja, dann nehmen wir Geschicklichkeit. Aber ich glaube, das ist nicht wirklich schwer, oder? Naja, es muss so appliziert sein. Also einerseits soll es nicht auffallen, andererseits soll es natürlich gut halten. Genau. Darum geht's, also insofern alles gut. Und mal Geschicklichkeit und gucken, ob wir das hinkriegen. Durch Fragen, wie alt der Dallas war? Ungefähr. Ja, gerade hingekriegt. Ja, also du kannst das Haar da wunderbar hinkleben. Hm. Der Dallas war so um die 30, würdest du schätzen. 30 bis 40. Und seine Frau auch, oder was? Seine Frau ist auch so um die 30, ja. Okay. Und das Dienstmädchen? Dienstmädchen ist so ein junges Ding, vielleicht 17, okay. 18. Das schreibst du dir alles ab, obwohl du gar nicht da bist. Ich, ja, Entschuldigung, mit dem Dienstmädchen darf ich natürlich nicht. Frage mal mit der Frau. Sorry. Alles gut? Achso. Aber während sich Miss Rutherford und Judge Norris gemeinsam mit Mr. Thornton unterhalten, könnt ihr mir mal einen Wurf auf Bibliotheksnutzung oder Geschichte machen?
Ja. Und Eins. oh. Eins. Die Londoner High Society ist schlicht und ergreifend einfach das Thema für Miss Rutherford. Und Miss Rutherford, es ist wie wenn dich ein Blitz durchzucken würde, als dir einfällt, von wo du den Namen Dallas kennst. Beziehungsweise warum er dir so geläufig ist. Die Frau von Mr. Dallas ist nämlich niemand geringerer als Eliza Ashcroft. Und die Familie Ashcroft ist eine der ältesten und reichsten Familien Londons. Ashcroft. Sagte nicht Ashcroft. Mein Lieutenant hieß Miller. Und ich sagte ihm gerade, er soll auf die französischen Kanonen aufpassen. Und dann Nein, nein, hätte ich nein, ja. nein, nein, mein junger Mann, mir ist da gerade was brennend heiß eingefallen. Wissen Sie, ich war letztens bei meinem Friseur, Stefan. Ist gleich Und so gekommen. Ich wollte Sie noch fragen, ob Sie nicht eine neue Frisur tragen. er hatte dort dieses Blättchen rumliegen, was ich mir angeguckt habe, während er meine Haare so hervorragend, gucken Sie mal, wie schön er die Locken gekriegt Sehr hat. schön. Auf, Onduliert. und da war nämlich ein Bericht über die Familie Ashcroft und dass die Eliza Ashcroft wohl diesen Mr. Dallas geheiratet hat. Das fällt mir gerade Besser war Lord ein. Ash von heute Abend. Ich wollte mit ihm noch ein paar Worte wechseln, aber es kamen zu viele Dinge Aber warum dazwischen. seine war seine Tochter dann nicht da? Und sie hatten sich doch gestritten. Mr. Dallas und seine Frau. Ach ja, das stimmt, natürlich. Nun, aber, sehr, wissen Sie, da scheint Geld im Spiel zu sein. Viel Geld. Ich weiß nicht, ob Mr. Ashcroft Lord so, Ashcroft. Lord Ashcroft, entschuldigen Sie bitte, Judge. Ich weiß nicht, ob Lord Ashcroft so froh war über diese Liaison der beiden. Ich Nun, könnte mir sicherlich nicht. vorstellen, dass er sich jemand anderen für seine Tochter gewünscht hätte. Gewiss, und haben Sie ja die Maschine gesehen und so viel Metall und Drähte. Ich denke, das wird auch seinen Preis haben. Und Humbug, wie Sie ja schon so treffend erkannt haben, Mr. Norris. Ja, aber der Lord Ashcroft, der hat genug Geld, dass ihn das Geld wahrscheinlich weniger interessieren würde als der Stand, oder nicht? Nun, junger Mann, Sie müssen lernen, dass Leute von Stand und mit Geld nicht dorthin gekommen sind, weil ihnen Geld und Stand egal ist. Naja, deswegen sage ich der Stand, aber das Geld, also Auch soweit ich in meinen das Quellen Geld, nachgucken konnte. Leuten, denen Geld egal ist, die werden nicht reich, wissen Sie? Naja, Leute, die er ist viel ja Geld reich. haben, sitzen auf ihrem Geld. Und dann fangen die auch nicht an, das irgendwann wild auszugeben. Sondern sie bleiben darauf sitzen. Investieren vielleicht. Oder investieren, ja, um mehr Geld zu Aber machen. Aber reiche besser zu Leute. investieren als in eine neue Erfindung. Aber nicht in so einen Humbug. Richtig. Wer weiß, wer die Idee vorbeigebracht hat. Und wie, ne? Das Nun weiß halten man. wir zumindest fest, Lord Ashcroft war heute Abend da. Er schien durchaus interessiert, diese Erfindung zu sehen, die seinen Schwiegersohn, auch wenn er damit nicht an die Öffentlichkeit ging, erfunden hat. Wenn man so zurückdenkt, wie hat er denn gewirkt, der Ashcroft? Ich habe mir die Leute da ja am Anfang wirklich alle angeguckt, wer da ist und sowas. Also bei der Das wäre ein schwerer Wurf auf Verborgenes erkennen. Dürfen wir alle machen, ne? Ja. Und ich würde schon mal parallel so ein bisschen überlegen, was Gelungen. der denn so bisher erfunden hat. Habe ich nicht. Aber der Basil und Willoughby
hätten es soweit. Er war tatsächlich etwas geschockt ob der Leiche auf der Bühne. Also er hat sicher erkannt, um wen es sich handelt. Im Vorfeld war er da irgendwie gelangweilt oder interessierter. Ich würde sagen, er war eher interessierter, mehr vielleicht sogar mit angespannter Erwartung, so ob sich der junge Mann vielleicht tatsächlich einmal als würdig erweisen würde oder Ja, so. okay, Ja. 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 Und während ihr so über die Gesellschaft philosophiert, würden sich vermutlich Mr. Sullivan und Lillian Norris dann irgendwann von Miss Eliza Dallas wohl verabschieden. Ja, wenn der Arzt da ist und sie in guten Händen ist, würde ich sie wohl auch in diesen lassen und dann gehen halt. Ja, während ihr oben das Arbeitszimmer versucht habt, in Augenschein zu nehmen, die Tür präpariert habt, hättet ihr gehört, dass dann unten eben der Arzt eintrifft. Und der würde Miss Dallas ein leichtes Beruhigungsmittel geben und würde dann alle bitten zu gehen, damit Nachtruhe eintritt, weil die Miss Dallas tatsächlich auch Ruhe braucht. Und nach einer Runde Schlaf ist sie vielleicht morgen dann dazu bereit, weitere Fragen zu beantworten. Nochmal. Selbstverständlich. Wir würden uns dann auch verabschieden und ja, wieder zur nächsten Droschke und Richtung Anwesen Norris fahren. Ich habe noch mal eine Frage zu meiner Eins und den Ashcrofts gerade. Weiß ich, wie lange die beiden schon verheiratet sind? Die beiden sind sicher schon 7 Jahre verheiratet. Also ich bin gerade so ein bisschen in der Nummer Dienstmädchen, eingeschlafene Beziehung und so. Ja, man muss ja nichts ausschließen, ne? Bevor ich an Zeitreisen Also glaube, mit glaube ich deiner lieber an Eins sowas. würde ich dir nur gewähren, dass du weißt, dass die Ehe trotz ihres langen Bestehens bisher kinderlos ist. Guck mal. Und welche Erkenntnisse ihr dann am nächsten Tag habt, wenn ihr vermutlich zur Universität aufbrecht, das werden wir dann wahrscheinlich erst nächste Woche erkunden, weil es ist schon tatsächlich kurz vor 10 und dieses Kapitel ist nicht in 12 Minuten abgehandelt. Nicht? Wir sind doch immer so schnell. Nee. Ja. Wie gefällt euch Private Eye so bisher? Sehr gut. Ja, ich mag die viktorianische Zeit eh super gerne. Ich habe mir so viel aufgeschrieben, weil es am Anfang so hieß, auf jede Kleinigkeit sowas achten. Ich habe hier schon 2 Seiten vollgeschrieben. Du auch? Damit ich wenigstens als angehender Kriminologe auch eine Chance habe, nachher noch zu wissen, was, wann, wie, wo, warum, was habe ich überhaupt rausgefunden und so weiter. Das wird wohl sonst nochmal komplex. Es ist im Mir. Vergleich zu Cthulhu ist es schon anders. Ja, dieser komplette Mythos, der fällt ja weg. Ja? Und das ist halt, das, man, ne, so. Deswegen geht man auch gar nicht so von übernatürlichen Sachen aus Zeitreisen. Wer will das denn schon? Ne? Am Anfang ja schon fliegen. Ne? Das ist ja Ja. auch noch gar nicht so weit. Ja. Also ich habe es mir genauso vorgestellt und fand es sehr gut, fand es sehr spannend. Ich fand auch meine sehr super schnell in die Charaktere reingekommen. Das Spiel untereinander fand ich super schön. Mir hat es bisher super gut gefallen. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist halt auch mal so, was ist ein bisschen ruhiger, weil man halt nicht so diesen Monsterschreck im Rücken hat, ne? Die ganzen Sachen, die man so ermitteln kann und so, die Leute, ich stehe da voll auf sowas. Also finde ich total gut. Ich finde es total spannend, weil es ist einfach ganz anderes Geschichten erzählen, vor allem wenn du es jetzt vergleichst mit Cthulhu, mit DSA oder mit D&D, da funktioniert das einfach komplett anders, irgendwie Geschichten zu erzählen. In Cthulhu hast du den Mythos, dass es mehr nur dieses Horror, dieses Schauerliche, das fällt eigentlich komplett weg. Du hast natürlich das Investigative, total, ja. Ich finde, es ist so sehr stark erzählerisch, rollenspiellastig, auf die Spieler bezogen.
so diese Interagierung zwischen den Charakteren und den ganzen NSCs und so. Und macht es etwas langwierig, ne? Ja, aber also ich glaube, positive ja, Art und Weise finde ich. Ja, ich finde das auch positiv. Ich wollte nur sagen, du musst ja dann quasi wirklich auch die NSCs alle irgendwann mal abklappern. Und ich habe gedacht, wie viel wir jetzt ja erst angesprochen haben, das ist verdammt wenig. Wir haben uns kennengelernt. Ja, wir haben uns kennengelernt und zwei weitere Charaktere. Nee, ein weiterer Charakter, ja. Fletcher, ne? haben wir ein bisschen. Ja, Fletcher ein bisschen, den würde ich so halb. Ja, und die Frau, das mehr haben wir ja nicht bisher. Ich hätte mich mit der Frau jetzt auch nur eine halbe Stunde irgendwie gefühlt unterhalten können, weil es irgendwie, man versucht das irgendwie, ich sag mal, natürlicher zu spielen als jetzt bei Cthulhu. Da ist man ja eher so tak, 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 tak. Wir haben einen Auftrag, wir haben vielleicht noch ein Zeitlimit im Nacken, was ja dann auch oft dazu kommt bei Cthulhu. Ja, und ich finde, es ist tatsächlich nur ein bisschen mehr auf investigativ und mehr auf die einzelnen Details, sage ich jetzt, die du so finden kannst. Also wo du jetzt so im Großen und Ganzen zum Beispiel in die sagst, ja, ich erkunde jetzt den Raum und ich schaue mir jetzt dieses an und ich würfel auf Wahrnehmung, das fällt halt da alles ein bisschen floch, weil du dann trotzdem nur mehr ins Detail auf verschiedene Dinge schaust eigentlich, ne? Aber so das wie Detektive ist, das halt machen. Das ist genau das, was mir halt oftmals fehlt. Und das Witzige ist, wir hatten ja bei DSA auch so ein Detektivabenteuer, da haben die solche Sachen halt überhaupt nicht gecheckt, weil die da gar nicht so drin waren. Die waren halt so in ihrem DSA-Trott drin und haben halt gar nicht so gecheckt, ne, Lukas, dass ihr dann so halt da auch mal auf Details achten müsst, dass ihr gucken müsst, warum ist da jetzt eine Vase runtergefallen und wie könnte das halt hergeleitet werden und sowas. Weil du einfach dann in deiner DSA-Dings bist und gar nicht so umswitcht in dem Moment. Ja, ja, Boote, Boote, Boote war halt Boote, wichtig. Boote, Boote, genau. Und einen Hocker holen im Jiraiya-Tempel. So, also ich fand's mega. Du hast doch super geleitet, muss man auch sagen. Also total ruhig, entspannt, gut vorgetragen. Hat mir sehr gut gefallen. Weiter so. Und mehr Chat ist eingeschlafen offensichtlich, ne? Die hat die Frage nicht gelesen. Ich würde es nämlich auch interessieren, wie die Community das findet. Okay, McKate hat ein bisschen länger geschrieben. Ah, längerer Text, ja. 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 Gut, aber man sieht ja auch teilweise so an den Zuschauerzahlen, die waren relativ stabil, die waren immer so zwischen, meistens so um die 30, da sind sie immer hoch auf 32, dann jetzt im Ende so ein bisschen runter auf 26, 27, aber daran sieht man eigentlich auch, dass die Leute halt auch dabei geblieben sind und das auch ganz spannend oder interessant gefunden haben, ne? Ja, ich glaube, es ist einfach immer was anderes.